Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, draußen ist es kalt, 4 Grad minus. Und ich sitze hier an der Jagdhütte, schon eine Weile her, wo ich hier war. Ich zeige gleich nochmal ein paar Bilder hier, blende ich mal so ein, nebenbei, wenn ich spreche. Ich wollte so zwei Punkte heute ansprechen. Ein Punkt, der hat mich sehr berührt und traurig gemacht, aber auch nicht erschüttert eigentlich. Und es geht um Kommentare, die jetzt nicht mich betreffen und auch nicht meinen Kanal betreffen. Es geht aber allgemein um YouTuber, die eben halt ein gleiches Metier und mit auch fast die gleiche Zielgruppe haben, betreffen. Ja, und wie gesagt, ich mache ja nicht bloß YouTube, also mache ja nicht bloß meinen Kanal, ich gucke ja auch sehr viel, ne? Ich gucke auch sehr viele Kanäle und habe da auch sehr viele Schweden-Auswanderer, die ich da mir sehr gerne angucke. Einem teils um zu sehen, wie die ihre Auswanderung erleben und auch wie die so in Schweden leben. Ne? Ich kenne ja eine ganze Menge Deutsche auch hier in Schweden, aber nicht alle sind YouTuber, das sind bloß ganz wenige. Und das hat auch seinen Grund, höchstwahrscheinlich, weil man muss auch schon eine gewisse Persönlichkeit sein, die, wenn man sich so raushängt auf einen Kanal und das auch öffentlich macht und jeden zugänglich macht. Und so mehr Abonnenten man hat, umso mehr Kritik, umso mehr wird man auch exponiert. Also, ja, wie sagt man so schön, so eine größere Reichweite hat man auch mal. Ne? Also, man wird mehr gesehen. Und das gibt natürlich auch mehr Chancen zu Kritik. Und Kritik ist ja nicht immer gleich negativ, ist ja auch konstruktiv, aber im Teil, es gibt auch so. Ja, Kommentare, die nicht so schön sind. Und das habe ich eben halt bei YouTubern, die ich sehr gerne verfolge, die ich gucke, jetzt auch aus heiterem Himmel getroffen, wo ich gedacht habe, oh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Auch bei Themen, wo es gar nichts Kontroverses zu geben scheint, wo es einfach eben halt Veränderungen in deren Leben gibt, die sie mitteilen. Ja, und das ist ja so, wie gesagt, mein Kanal, ich habe das ja auch schon vorher gesagt, das habe ich auch in Kommentaren auch schon öfter zu hören bekommen, positiv und so. Mein Kanal heißt ja Mein Leben in Schweden. Ja, und da ist mein Leben mit allen Facetten und ich mache da auch keinen Hehl draus, ne, dass ich auch ein bisschen mich da selber auch ein bisschen lächerlich mache und mich auch manchmal mit Fridolin. Ja, das ist eben halt so, das möchte ich auch und habe ich auch kein Problem mit. Ich kriege ja nun nicht so viele negative Kommentare. Das gibt mal schon mal Kommentare, die aber auch teilweise nicht persönlich sind. Also ein Kommentar, den ich gekriegt habe, der gesagt hat, ja, das ist wie bei Boris Becker, dass so viel und das stimmt. Das fällt mir auch auf. Und ich habe das dann gesagt, ja, das ist halt so, ich lebe halt schon so lange in Schweden. Und da spreche ich die ganze Zeit Schwedisch und wenn ich deutsche Worte suche, muss ich manchmal überlegen. Und das ist auch so. Dann kommen viele aber auch in Schwedischen habe ich gemerkt, dass viele kommen. Das sind so Füllworte, die ich wohl verwende. Ja, okay, wenn das ein Markenzeichen von mir ist, dass ich eben halt ein dann bin ich das halt, da kann ich gut mit leben. Und dass Leute das stört, okay. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Leute das schlecht finden, weil ich habe gesagt, so, ja, klar, vielleicht würde mir vielleicht auch stören, wenn ich mir das alles angucken würde, immer wieder. Aber naja, so ist es halt. Wir sind alle so, wie wir sind und versuchen, das zu machen, was uns Spaß macht. Ne? Und mein Kanal ist ja sozusagen, was mir Spaß macht, auch wenn ich jetzt nicht jede Woche was auflege, weil manchmal fehlen mir auch die Themen ganz einfach für jede Woche und was daher labern, ist dann auch nicht so unbedingt wichtig. Da mache ich lieber was später. Da möchte ich auch was von der Gegend zeigen. Naja, und jetzt im Winter, boah, kalt und dunkel, ist nicht immer nicht so viel zu sehen, weil man arbeitet ja auch und man hat viel, ja, andere Sachen zu tun. Und ich wollte ja auch erzählen, wie es mit meinem Kanal weitergeht. Und das hat mich ja auch dann zu Nachdenken gebracht hier, ne? Mit anderen YouTubern, die auch so ähnliche ihren Kanal betreiben, ne? Einfach ihr Leben in Schweden oder
sozusagen erzählen und auch genau die gleiche, wie soll ich sagen, so, ja, die auch genau die gleiche Intonation haben oder sagen, Züfte. Naja, und mein Kanal ist ja auch so wie viele andere. Ich möchte eben halt euch einladen, in einem so Voyeur zu spielen in mein Leben. Ne? Also natürlich auch das, was ich zulasse. Ne? Ist ja nicht so, dass ich 24 Stunden die Kamera an habe. Das ist ja, ich filtriere ja auch das, was ich exponieren will. Also was eben halt, was ich auch zeigen will. Ne? Und ich möchte auch gerne Themen anbieten, die euch interessieren. Klar, ne? Aber ich sag, mein Kanal ist ein kleiner Kanal und das bin ich auch ganz zufrieden mit, weil da habe ich diesen Druck nicht, ne? Also immer was produzieren zu müssen, ne? Weil es ist umso größer ist, umso mehr musst du auch hast den Druck zu produzieren. Nee. Aber wie gesagt, zum Kommentaren. Hässliche Kommentare unter Gürtellinie, Menschen beleidigen und das ist, ja, das ist nicht schön und ich bin Gott sei Dank zum großen Teil verschont davon. Ich habe zwar schon mal ein paar bekommen, aber da habe ich dann auch cool drauf geantwortet oder ja, auch gar nicht. Ne? Manche habe ich auch gar nicht gesehen, die hat YouTube schon vorher gelöscht. Also ich weiß auch nicht, das ist auch immer so. Ich sehe ja nicht alle Kommentare. Vor allen Dingen, wenn jemand einen Link ranhängt, das auch mal, ne? So als Beispiel, wenn jemand einen Link ranhängt mit irgendeiner anderen Information zum Video oder solche Sachen in den Kommentar, dann sehe ich die nicht. Ne? Dann macht YouTube die weg. Dann muss ich irgendwie über Umwegen über, wie heißt das, Studio, YouTube Studio reingehen und gucken da in bewachte Kommentare, die YouTube bewacht und solche Sachen reingehen. Das ist ganz umständlich und da sehe ich die vielleicht nicht oder umständlich auch ganz spät. Und dahin sind auch andere Kommentare, die, wo ich gar nicht sehe, dass da was ist, was beanstandet werden müsste. Aber da haben, also ich sag mal auf Deutsch, da landen eben halt auch mal Kommentare ab und an mal. Und deswegen habe ich auch schon gesagt vorher, wenn ich jetzt nicht alle Kommentare beantworte, liegt es nicht daran, weil ich nicht will, sondern ich sehe die nicht. Ne? Ich hatte neulich bei einem Video hatte ich 7 Kommentare und ich habe bloß 2 gesehen. Und die anderen, die konnte ich auch nicht sehen. Und dann sind die verschwunden. Dann waren nachher bloß noch 2 Kommentare da. Ja, weiß ich auch nicht. YouTube hat da ihre Richtlinien und ihre, ja, wie man sagt, so KI, die da rum aussondert oder guckt. Ich weiß es nicht. Ich hab da auch keine Ahnung rum. Ne? Vielleicht wisst ihr das, wie das funktioniert. Naja, aber wie gesagt, das ist eben halt nicht so schön. Und den Personen oder YouTubern, denen das betrifft, das finde ich halt nicht so schön. Ne? Also das, weil ich die auch mag. Ich find die klasse und haben das einfach nicht verdient. Und die Hälfte meiner Zuschauer, die haben höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch mehr, wissen auch, was damit gemeint ist. Die verfolgen die anderen Kanäle auch. Es ist ja eine Community, die eben halt Schweden-Videos guckt und da ist eben halt bei vielen Kanälen auch die gleichen Abonnenten oder auch ein Teil der gleichen Abonnenten. Das sehe ich auch, wenn ich selber, weil ich ja selber andere YouTuber konsumiere, Kanäle konsumiere und dann auch kommentiere und sehe auch, wer sich dann so Kommentare abgibt und so. Das sind dann auch schon teilweise Personen, die man auch kennt aus seinen Kommentaren. Ja, okay. Das dazu immer einen guten Ton bewahren, auch wenn es einem nicht so passt, weil es ist ja das Leben, was man lebt. Auch wenn man sagen muss, ja, klar, wenn man sich in die Farbe gibt, dann muss man auch rechnen, dass man eben halt nicht allen recht machen kann und dass eben halt Leute auch Kommentare schreiben, die einem nicht passen, ne? Oder das nicht gut finden, was man macht. Und das ist auch in Ordnung so. Ne? Das ist ja in der heutigen Zeit, ich sag mal so damals, als es nur Fernsehen gab, konnte man nicht einfach anrufen oder hinschreiben, kommentieren gleich, was man doof und scheiße fand. Da hat man es dann runtergeschluckt und nach 2 Wochen hat es man vergessen. Und heute ist es da so, da kann man gleich seinen Frust, seiner Emotionen freien Lauf lassen, manchmal zu schnell. Manchmal ist es eben halt mal ein bisschen Eis im Magen haben, wie wir in Schweden sagen, und bis abwarten und dann vielleicht 2, 3 Tage später gucken, ob man immer noch so aufgebracht ist und dann vielleicht was schreiben. Naja, nun könnte man sagen, ja, warum macht ihr denn
solche Videos, wenn ihr nicht damit rechnet, solchen Kommentaren zu kommen. Klar, das ist schon, wie gesagt, das ist schon ein gewisser Schlag. Auf jeden Fall, ich sag mal so, sag mal, ich bin ja auch schon eine Persönlichkeit, die mich auch gerne produziert, ja. Da gehört schon ein bisschen Eigennarzissmus dazu, ja. Man muss schon ein bisschen selbstnarzisstisch sein, also ein bisschen selbstverliebt sein, um sich auch selber zu mögen, wenn man was produziert und was zeigt. Ne? Das muss nicht alle betreffen. Viele möchten auch bloß aus ganz anderen Gründen höchstwahrscheinlich sich exponieren oder sich produzieren und sich zeigen. Bei mir ist es halt auch so, ja, ich habe schon immer gerne mich produziert, mich verstellt, mich verändert, also geschauspielert, ne? Auch wenn ich vielleicht kein guter Schauspieler bin, aber naja, nee, also rumalbern und ja, aber auch ernste Themen besprechen. Ich war nie ein Freund von Meckern und Rumschimpfen auf alle. Ich bin mehr so, ja, es wird schon seinen Grund geben, warum der andere so ist oder warum das so ist. Und ich versuche da mal mehr Nachsicht zu sein. Sicher regt man sich auf. Und ich kann auch da rauskommen, so, oh, heute war es wieder scheiße. Aber das ist dann nicht öffentlich, das ist dann schlucke ich dann für mich selber, ne? Und muss mich dann auch mal, klar, muss man ventilieren und das auch, aber eben gesagt, auf so einer Plattform wie YouTube, da leben ja ganze Zweige auch von da, auf YouTube, nur um Kritik zu geben, schlechte Kritik, positive Kritik oder ja, wenn man schlechte Kritik gibt, sogar noch viel, viel mehr exponiert wird, weil die Leute sagen, guck mal hier, guck dir mal den an, der hat sich da zu einem Affen gemacht oder hier, der hat da wieder, ne? Und naja, kann sein. Das ist bestimmt so und naja, so ist es halt. Okay, genug davon. Mein Kanal, wie gesagt, wollte ich ja ein bisschen anpassen oder entwickelt sich ja auch, wie weiterentwickelt, ist ein organischer Kanal, ist ja nicht steif. Und wenn man mal reinguckt in die alten Videos, wo ich noch mit Kanu rumgepaddelt bin oder auch kaum was erzählt habe, wo ich jedenfalls viel in der Natur war. Sollten wir ich auch mal wieder machen, aber da ist ja nicht der Fokus drauf. Bei mir ist der Fokus drauf, was ich im Moment gerade mache. Ne? Im Moment, vor 3 Jahren habe ich das gemacht, unter der Pandemie habe ich das gemacht. Als ich arbeitslos war, konnte ich eben halt viele Videos machen zum Erklären und was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ich weiß eben halt, dass ich dieses Projekt mit Fridolin habe, wo ich eben halt eine Reihe machen möchte mit Fridolin-Videos und ich habe gerade noch mal mit meinem Bruder gesprochen, Benny. Der ja das ganze Material jetzt liegen hat und das nochmal durchgucken sollte und den Ton auch werten sollte und dann noch ein bisschen gucken, ja, gucken sollte, was man umschneiden könnte oder ja, was man noch besser machen könnte, weil man wird ja auch blind selber. Naja, nun wird es keine Hollywood-Produktion, die wird ja, ja, es wird eine einfache Produktion, weil eben halt ich die Gründe dafür ich auch schon mal erklärt habe. Ich hatte ja, habe ich das erklärt? Naja, ich kann es ja nochmal kurz erklären. Naja, ich hatte ja vor 3 Jahren die Idee gehabt, da diesen Fridolin Potorpe zu machen da. Und hatte mir dann so ein Thema ausgesucht und habe dann da experimentiert und gefilmt. Und das war auch okay. Und dann habe ich es selber gefilmt. Ein Teil habe ich mit einem Profi gemacht, den Vorspann und wo man auch die Trailer sehen kann, die Trailer, die hier auf meinem Kanal sind für Fridolin Potorpid, kann man das sehen. Da hatte ich dann eben halt einen Professionellen, der hatte mir das gratis sozusagen gefilmt, weil ich gecoacht habe. Unter meiner Ausbildung, meiner Coach-Ausbildung, habe ich ihn halt ein halbes Jahr gecoacht und dann hat er mir gesagt, ja, ich könnte mir dafür eben halt, weil das ja unter meiner Ausbildung war und das sollte es ja umsonst sein, aber er wollte es auch. Hat ihm super gut geholfen und von seiner Firma geholfen, weiterzukommen und dadurch hat er mir das dann angeboten, haben wir dann da gefilmt. Naja, und den Rest habe ich dann zu Hause gefilmt. Und das habe ich alleine gemacht mit hier mein Telefon. Ich filme ja alles mit meinem Telefon hier, ja, und deswegen sind die Videos auch so, wie sie sind. Ne? Und war dann da nicht so mit zufrieden. Dann habe ich mir überlegt, ja, habe ich mir eine Location gesucht, ein bisschen noch was anderes gemacht, ausgedacht und ein bisschen verbessert. Da hatte ich mir nochmal einen Kameramann engagiert, der aber kein Kameramann war, sondern einfach der in der Kirche eben halt auch mal ein bisschen was gefilmt hat und da eben halt mit der Kamera umgehen konnte und ja, sich darüber bereit erklärt, das zu machen. Und er hatte gesagt, er ist ein guter Kameramann. Und naja,
Das Ergebnis war dann nicht so gut, vor allem war der Ton sehr übersteuert und das Bild war sehr wackelig und hier und da. Und dann war ich ziemlich frustriert und habe gesagt, ja, doch mal filmen wollte ich das auch nicht. Naja, und da habe ich dann versucht, was zusammengeschneiden, habe ich zwei Versionen geschnitten, das dann zu meinem Bruder geschickt, dass er guckt das mal an, was man könnte machen, was könnte man machen. Und dann hat er auch die Animation. Naja, und jetzt liegt es bei ihm und er wollte dann von mir nochmal einen Fahrplan haben, wie das dann aufgebaut werden sollte. Ja, und dann hatte ich mit ihm nochmal gesprochen und gesagt, wir müssen das mal angehen, weil ich habe ja möchte ja noch ein paar andere Folgen machen, die dann ein bisschen einfacher gestaltet sind, aber eben halt diesen Pilot wollte ich da machen, ne? Um da in dieses Thema reinzukommen. Fridolin Bathorpe ist ja eine Kunstfigur hier, ne? Angelehnt an Petzon, ne? Hier der Algub, der Petzon und Findus und Peter Lustig sozusagen. Ja, Peter Lustig in Schweden als Petzern, wäre es ja auch irgendwie so eine Mischfigur, aber eben halt auch selbst. Ja, das dazu, das ist halt eine Reihe. Und dann ist es ja so, dass ich ja auch jetzt auch einen Teil schwedische Abonnenten habe hier auf meinem Kanal, meine Schüler, die gesehen haben, dass ich YouTuber bin und jetzt auch meinen Kanal angefangen hat zu abonnieren, ja, und das total cool finden, aber naja, das ist ja auch nur auf Deutsch und ich habe gesagt, das wird für die auch ziemlich langweilig werden, wenn nur einer Deutsch redet. Mal gucken, wie lange die dabei bleiben. Und ja, ist schon interessant und die wollen natürlich auch mal, dass ich was Schwedisch mache. Ja, mal gucken. Da muss ich mir dann noch mal einen anderen Kanal dafür suchen, weil das dann ja nicht Fridolin oder so, mein Leben in Schweden ist und das wäre ja noch was anderes. Aber naja, oh, ich friere ein bisschen. Okay, ja, das ist noch die, habe ich ja noch einen Punkt, wollte ich noch mal rein hier. Wie ihr wisst, arbeite ich in der Schule und in der Schule war das so, wir haben einen Deutschlehrer, das ist ein Schwede, einen Deutsch unterrichtet da und der hat meinen Kanal eben halt in seinen Unterricht angewendet, habe ich ihn erlaubt und hat so ein paar Videos gezeigt. Und das war schon lustig, wenn du dann durch den Korridor gehst und hörst du auf dem Klassenzimmer da irgendwo höre ich meine Stimme da. Und dann guckst du da rein und die Schüler so, Friedemann, Friedemann, ja. finden das dann cool. Naja, und da haben die mich dann eben halt abonniert. Und den Kollegen, der ist eben halt nicht bloß Deutschlehrer, sondern auch Ansprechpartner für die Lehrer, für den Lehrerverbund, sagt man so, ne, hier in Schweden. Und ist halt ziemlich gut informiert. Und ich habe gefragt, wollen wir nicht mal ein Video machen? Ich habe ja schon vor ein Jahr mal ein Video gemacht über das schwedische Schulsystem. Und da habe ich gefragt, hast du nicht mal Lust, wollen wir nicht mal ein Video machen über das schwedische Schulsystem? Und er sagt, ja, das würde er super gerne machen. Und da würde ich ihm dann Fragen stellen. Und deswegen ist ja jetzt an der Reihe, schreibt in den Kommentaren, welche Fragen ihr habt zur schwedischen Schule, überhaupt zum schwedischen Schulsystem. Da hat sich jetzt viel auch geändert. Es gibt ein neues Lehrprogramm, LGR 22 heißt das. Da hat sich dann viel verändert von LGR 11, also 11, ja, von 2011. Da hat sich viel geändert. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, einfach Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, fragt mich oder dann sammle ich sie und dann werde ich mit den Kollegen ein Video machen, ein Interview machen über die schwedische Schule. Ja, soweit soll es jetzt von mir gewesen sein. Jetzt ist es kalt und gleich dunkel. Ich werde mich mal wieder nach Hause begeben. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns. Hey du!